Für Frauen ist das Gebet besser zu Hause. Gilt das auch für das Tarawih-Gebet? Wenn ja, was, wenn man aber Demut in der Moschee hat? Es gilt auch für das Tarawih-Gebet, aber wenn die Frau in die Moschee möchte, so gibt es keine Einwände, solange sie unter bestimmten Bedingungen zur Moschee geht. Das heißt, sie ist nicht Mutabarrija, das heißt, sie ist nicht halbnackt und sie hat kein Parfüm aufgetragen und sich nicht geschminkt und hat sich nicht so Kleidung angezogen, die auffällig ist. Dann ist das kein Problem, wenn sie auch in die Moschee geht. Aber das beste Gebet für sie ist zu Hause.